Es gibt weitere Neuigkeiten zu Assassin's Creed Infinity. Ja, denn die Reaktionen auf das Spiel waren schon ein bisschen krass oder auf... Ja, eigentlich wissen wir ja noch gar nichts vom Spiel. Die Reaktionen waren auf jeden Fall krass und das Ganze wurde nochmal ein bisschen korrigiert von Jason Schreier, beziehungsweise nochmal auf gewisse Dinge hingewiesen. Bleibt dafür auf jeden Fall am... Liebe Leute, mein Name ist Fragnat, hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um die Glocke, die ihr gerne aktivieren dürft. Bleibt also mega gern mit dem Abo mit dabei, falls noch nicht getan. Und ja, wie gesagt, hier dreht sich alles rund um Assassin's Creed seit fast 4 Jahren. Ja, es ist eigentlich so, dass die Ereignisse sich überschlagen. Herr Newstime ist schon fast ausgeflippt, als er die Neuigkeiten zu Assassin's Creed Infinity gehört hat. Natürlich nicht, interessiert ihn überhaupt nicht. Aber ja, hier der Jason Schreier, der ist ein bisschen ausgeflippt. Ubisoft selbst hat ja noch kurz danach eine Ankündigung gemacht, nachdem Jason Schreier das Ganze gepostet hat. Und er konkretisiert hier nochmal auf Twitter, ja, falls man sich gewundert hat, warum Ubisoft kurz nach seinem Artikel schon was rausgehauen hat, er hat sie darüber informiert im Vorgang. Ja, also er hat gesagt, er bringt diesen Artikel raus und wenn sie selbst ein Statement erstellen möchten, dann können sie das tun. Ja? Und er hat das gemacht aus Fairnessgründen. Das heißt, er wollte sie quasi so ein bisschen vorwarnen, um nicht jeden guten Kontakt zu Ubisoft absolut zu zerstören, denn er liegt ja seit Jahren erfolgreich und richtig sämtliche Informationen von denen, sondern um ihnen, Ubisoft, noch eine Chance zu geben, irgendwie selber zu reagieren auf das, was da angekündigt wird von Jason Schreier, was da geleakt wird. Und sie haben dann tatsächlich, kurz nachdem sein Artikel da war, ihren Artikel rausgehauen, in dem die Existenz von Assassin's Creed Infinity bestätigt wurde. Das nur noch mal dazu. Viele haben sich vielleicht gewundert, wow, wie schnell tippen die denn da einen ganzen Artikel. Das war schon komisch. Hatte ich mich auch gewundert, wie das so schnell sein konnte. Und das erklärt es natürlich, dass sie das Ganze hier eben vorbereitet haben. Außerdem sagt er nochmal, dass viele Leute ja wirklich so diesen Gedanken hatten, ey, das wird ein MMO. Und ich hatte das ja gesagt, dass ich mir das vorstellen könnte, dass das so ein krasses Multiversum wird, dass das der Ansatz ist, so Singleplayer-Spiele hast, die zusammen zum Beispiel mit einem MMO oder irgendwelchen Multiplayer-Elementen zusammen das große Ganze ergeben. Und das ist im Rahmen des Möglichen, aber es ist nicht gesetzt, ne? Nochmal betont. Ihr solltet vielleicht noch wissen, dass ich jemand bin, ich springe in Gedanken sehr viel und stark. Und das heißt, manchmal habe ich 3 Zwischenschritte in meinen Gedanken, die ich aber nicht erkläre. Und ich impliziere dann, dass man sie irgendwie auch denkt, was absurd ist. Ja, ist also teils dann ein Fehler meinerseits, sorry dafür. Das bin ich einfach und ich probiere das so ein bisschen jetzt nochmal zu negieren und nochmal aufzuräumen. Ne? Also das, wer das so verstanden hat, dass es ein MMO wird, das ist nicht so. Denn wir wissen bislang nur, ja, ungefähr 3 Jahre, dann wird es kommen, also ungefähr 2024, wenn überhaupt. Außerdem, es ist ein Ding, also ne, das ist so geplant, Assassin's Creed Infinity. Und die Idee ist, dass das eine zwar Online-Plattform ist, aber eben eine Plattform, die mehrere Settings ermöglicht. Und das Wahrscheinlichste, was wir kriegen werden, ist kein Multiplayer erst einmal an erster Stelle. Das wäre dann wahrscheinlich die Konsequenz, wenn es sehr erfolgreich ist, sondern dass wir eine Plattform kriegen und von der aus kann man dann eben verschiedene Szenarien erweitern. Ne, das hatte ich schon mal so kurz angesprochen. Dann hast du quasi einen Ägypten-Assassin's Creed, einen Griechenland-Assassin's Creed und einen Norwegen-Assassin's Creed. Und alle sind in die Assassin's Creed Infinity zusammengepackt und werden von dahin aus erweitert. Ja? Das heißt, du kannst sagen, okay, heute spiele ich meinen Griechenland-Charakter. Und irgendwann kommt dann ein neues DLC quasi raus, was ich mir dazu kaufen kann. Wenn dieser Service grundsätzlich kostenlos ist, das kann ich mir nämlich richtig gut vorstellen als Ubisofts Masterplan. Einen kostenlosen Service Assassin's Creed Infinity mit jeweils einem Level gratis. Und wenn du dann weiter in das Spiel rein willst, in eines der Spiele quasi, ja, das wird ja ein großes Spiel mit vielen Subspielen sein dann, so wie es scheint, dann geht's weiter und du kannst hier einen DLC kaufen, aber kostenlos austesten. Das ist immer eigentlich eine große Chance, weil wenn man sich überlegt, ein kostenloses Spiel, das wird nur gespielt, wenn es wirklich gut ist und du hast nicht dieses Phänomen, dass jemand 60 Euro bezahlt und es dann spielt, weil man 60 Euro bezahlt hat. Das ist nämlich wirklich ein Ding. Ja? Ihr und auch ich hattet das bestimmt schon mal in eurem Leben. Ihr habt euch etwas gekauft, fandet es eigentlich nicht so geil, habt es dann aber doch konsumiert, egal was. Ja? Sei es ein Kinofilm, einen Urlaub oder ein Spiel.
weil man es bezahlt hat. Seid mal ehrlich zu euch, hattet ihr bestimmt schon mal, weil das absolut menschlich und normal ist. Und das ist eine Chance für das an sich, weil man es nur spielen würde, wenn es einem auch Spaß macht, weil es ja eh kostenlos ist. Und wenn man sich dann ein kleines DLC kauft, was irgendwie 10 Stunden geht für ein 20 oder so, dann ist die Hemmschwelle damit aufzuhören auch wesentlich geringer, weil es eben in Anführungsstrichen nur 20 Euro sind und kein Vollpreistitel. Wo die Reise genau hingeht, das wissen wir nicht. Aber ich sehe darin große Chancen und große Risiken für Ubisoft und für Assassin's Creed an sich. Und ich glaube, ich werde nochmal zwei einzelne Videos machen. Eins heißt Chancen für Assassin's Creed Infinity und eins wird heißen Risiken für Assassin's Creed Infinity. Wahrscheinlich wird das erst nach meinem Urlaub rauskommen, aber keine Angst, der Urlaub ist nur eine Woche. Also wenn das Video hier rauskommt, bin ich in 8 Tagen schon fast wieder zu Hause. Da freue ich mich auch richtig drauf, auf das Thema nochmal ein bisschen einzugehen, im Detail und einzelne Aspekte genauer zu beleuchten. Derzeit stehen uns viele Fragezeichen im Gesicht und ich glaube, es ist kein Ding, was man erwartet hat. Also ich habe das so nicht erwartet. Es ist eine geniale Idee, aber es ist nicht das, wofür Ubisoft in den letzten Jahren stand. Ja, die Aktie ist nach unten gegangen, generell sind sie ja weg von vielen Ideen gegangen. Ne? Also wesentliche Kernmerkmale von Ubisoft, eigentlich diese hohe Frequenz an AAA-Titeln, das wird zurückgefahren, dieses einfach nur Spiele raushauen, um Spiele rauszuhauen, das soll zurückgefahren werden. Und das Potenzial von Assassin's Creed Infinity, das ist, wie der Name schon sagt, unendlich. Weil, wenn das geil gemacht ist, das ist die nächste Goldgrube von Ubisoft. Und eine Goldgrube muss automatisch auch gut gemacht sein. Also hätten wir da auch wieder den Vorteil für uns als Spielerschaft. Ich weiß noch nicht, wie das genau aufgebaut sein soll, kann, wird. Es ist eine interessante Idee. Ich weiß halt nur nicht, ob es dann auch immer, ne? Also wir hatten immer so extremen Hype für die neuen Titel. Assassin's Creed Valhalla war das gehypteste Assassin's Creed aller Zeiten. Und Assassin's Creed ist so erfolgreich wie nie zuvor. Ich bin mal gespannt, ob das sich irgendwie dann, ja, die Waage halten kann. Ne? Wenn man quasi so ein Dümpeln hat. Ich nenne es mal so ein Dümpeln von DLCs. So könnte es nämlich sein, dass wir halt einen Charakter haben, da kommt dann ein kleines DLC raus, dann haben wir den anderen Charakter, dann kommt ein neues DLC raus. Und da ist halt wieder das große Risiko, dass man das wie Netflix macht und einfach quasi Charakter für Charakter abklappert, welcher gefällt den Leuten am besten und nur den einen fortführt und 10 wegwirft. Das dann bitte nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf und ich glaube, dass ihr euch alle auch auf Infinity vielleicht freut. Manche sind ja wirklich sehr negativ eingestellt, sagen, das war dann der Sargnagel von AC, aber nochmal, es ist nur angekündigt, dass es das Projekt gibt. Es ist nicht angekündigt, dass es ein MMO ist. Es ist nicht angekündigt, was es überhaupt genau ist. Es ist nur angekündigt, dass da 2 Studios dran zusammenarbeiten, die früher in einer starken Konkurrenz standen und auch maßgeblich für Assassin's Creed sind. Das sind die Assassin's Creed Studios, die jetzt zusammenarbeiten. Und das ist grundsätzlich eine Ankündigung, die ich schätze. Ja? Das heißt, wenn die Profis rund um Assassin's Creed auf einmal ganz, ganz eng verbunden gemeinsame Sachen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was sind eure Gedanken zu AC Infinity. Wie gesagt, ich werde noch ein Chancenvideo, ein Risikenvideo machen. Und zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie Packungsbeilage und fragen Sie Ubisoft oder Assassin's Creed. In diesem Sinne, Leute, das war es auch schon gewesen. Ja, kurz und ungeschnitten, kurz und knackig. Morgen bin ich im Urlaub. Ich hoffe, ich kriege keinen, ihr wisst was. Bis später, euer Peter. Und natürlich gerne nochmal die wunderbare Glocke. Abonnieren, das wäre legendär. Danke fürs Einschalten und ja. So, ne? Ciao, Leute. Macht's gut. Liebe Leute, mein Name ist Fragner und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragner. Bis später, euer Peter. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und meinen Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren.